Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesem Bild über die Schulter sehen und das ist mit Braschos gemacht. Das ist mit den Aquarellpinselstiften gemacht und natürlich Gold und Silber darf dabei nicht fehlen. Ja, es war ein sehr dunkles Bild, wie ihr im Video sehen werdet. Ich wollte einfach auch mal zeigen, dass man auch mit dunklen Farben ganz tolle, auch wieder helle Bilder zaubern kann. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Ja, und schon geht's los. So, hier habe ich mir wieder mein Blatt aufgeklebt, 11x11 cm wieder und mache mit meinem Ziegenhaarpinsel das Blatt richtig, richtig schön feucht. Es wölbt sich etwas nach oben und dann fange ich auch schon mit dem Braschus an und lege mir da die erste Farbe drauf. Diesmal auch mit Schwarz und Grau. Ich lasse das dann einfach mal laufen. Ich probiere einfach aus. Eigentlich sind mir die Farben ja zu dunkel. Jetzt nehme ich auch wieder etwas weg, passt aber immer noch nicht. Jetzt nehme ich nochmal Braschos mit dazu und lasse das nochmal laufen. Wird aber auch nicht unbedingt besser. Ja, so entwickelt sich so manches Bild. Ja, wieder Braschos mit drauf. Jetzt wieder ganz dunkel. Hier seht ihr das leider nicht, wie das läuft. Und dann lasse ich das Ganze auch wieder sehr, sehr gut trocknen, hier nochmal mit Weiß, aber die weißen Braschos bringen da nichts. So, jetzt ist sehr, sehr gut getrocknet und ich habe mir so meine Schablone genommen. Mir gefallen ja die weichen Rundungen sehr gut und ja, irgendwie dachte ich mir, man sollte eben das Ganze etwas aufhellen. Gold ist dabei immer gut und so mache ich mir jetzt erstmal so ein paar Muster übereinander. Das könnt ihr auch sehr gut verwenden. Das ist so richtig klasse, dann mit so Schablonen weiterzumalen. Ja, hier seht ihr, wie die ersten Muster entstehen. Da überlege ich auch gar nicht lang. Das ergibt sich fast von alleine. Ich mache es einfach aus dem Bauch heraus. Das ist bei mir immer am besten. Manchmal mache ich es auch anders, auch klar, das ist eben so. Aber so wie es einfach gerade in der Situation gut für mich ist, so mache ich das dann einfach. Ihr seht, da habe ich jetzt etwas überlegt. Hier überlege ich auch wieder, wie gehe ich jetzt vor? Mache ich eher mittig? Gehe ich eher auf die Seite? Also ja, macht es, was euch gefällt. Das wird immer gut. Macht einfach, probiert aus. Nur durchs Ausprobieren weiß man, was gut ist, was einem gefällt, was stimmig ist, was sich stimmig anfühlt. So mache ich das auch. Wieder ein Muster und ein solches, wo man wirklich den Farbverlauf noch besser sieht, weil an sich sind die Farbverläufe schon schön, also die gefallen mir eigentlich schon sehr gut. Das mit dem blauen Türkis, ja, Türkis liebe ich ja sowieso. Der dunkle Teil des Bildes, ja, das wird sich jetzt dann alles noch etwas verändern und zum Schluss werdet ihr sehen, mich erinnert das Bild an ganz alte Brokatstoffe, Brokat-Samtstoffe. Also das sieht so samtig aus, aber ja, wenn ihr das Video bis zum Schluss ansieht, dann werdet ihr das auch sehen. Also schreibt mir das in die Kommentare, was ihr da seht, also das würde mich schon sehr interessieren. Hier habe ich jetzt die Aquarellpinselstifte wieder im Einsatz und mache mir jetzt so mehr oder weniger Schatten.
Und es hat, wie ich finde, einen richtig, richtig tollen Effekt. Und dadurch wird es auch so samtig. Also es wirkt dann samtig. Fühlt sich genauso an wie vorher, Papier eben, aber vom Aussehen her sieht es dann eben eher wie Samt aus. Und ich finde die Farbverläufe einfach richtig, richtig schön. Hier auch in den grün-türkis-Ton mit rein. Achtet nur darauf, dass ihr nicht zu viel Wasser verwendet, deswegen auch den Wassertankpinsel, damit ihr keine Pfützen bekommt, weil die trocknen dann Rand, also die rendern dann im Endeffekt, wenn es trocken wird. Ja, jetzt kommen noch ein paar Striche mit dazu. Geht dazwischen mal immer wieder mal einen Schritt zurück und begutachtet euer Werk. Da kann man nämlich auch sehr gut sehen, was vielleicht noch fehlt. Hier dachte ich mir, naja, etwas mehr Farbe noch. Nur zum Unterstützen, also nicht direkt zum Verändern, sondern nur als Unterstützung gedacht. Wäre ganz gut und ja, ich finde es richtig schön. Auch diese Technik mit dem nochmal verwaschen, nochmal reingehen macht sehr, sehr großen Spaß. Auch lernt man dabei sehr viel. Ich für meinen Teil, ja gut, das wird wahrscheinlich jeden so gehen. Wenn man sich mit was beschäftigt, dann lernt man immer dazu. Auch wenn es mal nicht so wird, wie man sich das vorstellt, legt es auf die Seite, seht ihr euch das dann später an und dann habt ihr einen ganz anderen Blickwinkel vielleicht drauf und könnt das, was ihr gemacht habt, auch vielleicht besser annehmen oder auch über Nacht einfach liegen lassen. Oder wenn ihr ein Bild habt, wo ihr nicht weiter wisst, lasst es doch etwas neben euch liegen, auf dem Maltisch, Schreibtisch, wie auch immer, sodass ihr immer wieder mal einen Blick drauf habt und lasst euer Unterbewusstsein etwas arbeiten. Irgendwann kommt dann die Erleuchtung und dann klack, wisst ihr ganz genau, aha, so soll es aussehen, so möchte ich es haben. Aber nicht, dass ihr meint, dass bei mir alles immer funktioniert. Nö. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, dann habe ich was davon gelernt. Also ich bin da recht entspannt. Ich habe das ja auch schon oft gesagt, ich möchte mir keinen Stress machen. Malen ist für mich ja einfach nur Entspannung. Also habe ich mittlerweile gelernt, keine so großen Erwartungen an mich zu stellen, sondern einfach den Augenblick zu genießen und das, was in diesem Augenblick eben passiert, anzunehmen. Das bedeutet auch für mich, dass ich mich selber annehme. Wenn ich mich selber annehme, dann kann ich immer entspannt an das Malen gehen, weil ich ja auch keine großen Erwartungshaltungen auch habe. Das ist so ganz automatisch. Ich mache das, was in dem Moment gut ist für mich und ja, dann passt es. Egal wie es wird. Ich habe auch Bilder, die ich nach langen Jahren nochmal in die Hand genommen habe, die einfach in der Schublade gelegen sind und erst nach Jahren merke, ja, die sind ja gar nicht so schlecht. Ja, so kann es gehen. Hier habe ich wieder meine Passepartout geschnitten und das Bild hätte man jetzt auch ohne irgendwelche Verzierungen wunderbar aufhängen können. Ich finde es sehr ungewöhnlich für mich. Eigentlich mag ich ja so ganz klare Farben gehen, aber das gefällt mir jetzt doch sehr gut. Und ich habe mich dazu entschlossen, die Linien einfach weiter zu führen, die sich in diesem Bild eben ergeben haben. Und dann auch mit den Wassertankpinsel und eben mit den Aquarellfarben, mit den Pinsel-Aquarellfarben, das nochmal so etwas aus
koloriere, also wirklich nur so einen Hauch mehr oder weniger mache. Ich habe mir etwas Farbe auf einem Acrylblock nebendran gemacht und nehme das dann mit dem Wassertankpinsel an. Ihr seht, hier habe ich vorher nass gemacht und dann bin dann mit der Farbe reingegangen. Und ich finde, das ist ein schöneres Ergebnis, als wenn man gleich mit der Farbe drauf geht, weil auf dem Passepartout trocknet die Farbe sehr, sehr schnell auf und man hat nicht mehr viele Möglichkeiten, die Farbe zu verblenden. Also sie löst sich schon noch an, aber ja, dann löst sich auch die Passepartout auf. Ist ja nicht der Sinn der Sache. So, das Video ist gleich fertig. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Detailansichten und viel Spaß beim selber ausprobieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.